Mit 5 Siegen in Folge hat sich der ACB Südtirol eine ausgezeichnete Ausgangsposition in der Pickround erarbeitet. Punktet man heute Abend, sind die Foxes nicht mehr vom Platz 2 zu verdrängen. Für Graz auf der anderen Seite geht es überhaupt noch um ein Pickrecht. Dafür braucht es dringend Punkte. Hinein ins Spiel, die erste Chance gehört den Gästen aus der Steiermark, Reichenberg. Beinahe mit dem 1:0 für das Team von Doug Mason. Der Grazer Coach muss heute auf seinen Einser-Torhüter, auf Christopher Nilstorp, verzichten. Und so greift Thomas Hönnickel dann erstmals ins Geschehen ein bei diesem Schuss von Brad Fleming. Craig Ireland sieht also einen ausgeglichenen Beginn, dann aber die nächste Chance für sein Team und das war eine richtig gute. Die Querlatte verhindert hier die Führung für die Bozner. Marco Insam hatte es hier probiert. Nach den ersten 20 Minuten steht es torlos 0:0. Zweites Drittel, jetzt geht's aber Schlag auf Schlag. Das 1:0 für den ACB Südtirol durch Brad Fleming, da war keine Schaufel mehr dran. Sechster Saisontreffer für den Bozner Defender. Riesenjubel zum ersten Mal also in der Eiswelle, aber lange sollte die Antwort der 99ers nicht auf sich warten lassen. Nämlich eine knappe Minute später schlägt Trevor Hamilton zu. 1:1, vierter Saisontreffer für den Grazer Verteidiger. Nur 77 Sekunden nach der Bozner Führung. Aber wiederum nur 2 Minuten später gibt es dann ein Powerplay für die Südtiroler. Hilding in der Kühlbox, dann wird Hönnickel hier etwas behindert, die Scheibe immer noch im Spiel und dann im Tor. 2:1 für die Foxes, Marco Insa mit seinem 12. Saisontor. Das war eine äußerst heikle Szene, aber die Schiedsrichter haben sich hier entschieden, die Situation laufen zu lassen und dann gehen die Bozner neuerlich in Führung. Mia Bulovets und Christian Nikolic bleiben bei ihrer Entscheidung. Good goal. Kurz darauf dann noch eine tolle Chance für die Bozner auf den dritten Treffer. Bardaro und Katinecci scheitern aber aus kurzer Distanz am starken Hönnecke. Trotzdem führen die Foxes nach 40 Minuten verdient mit 2:1. Letzter Spielabschnitt. Wieder sollte der bessere Start den Südtirolern gehören. Stefano Cigliati mit einer großartigen Bewegung und einem satten Backhand-Rister unter die Querlatte. Das 3:1 und der 12. Saisontreffer für Cigliati. Die Foxes drücken nun weiter auf den nächsten Treffer und der fällt dann auch in Minute 50. Hamilton lässt sich hier die Scheibe abluchsen und dann ist Anton Bernard zur Stelle und macht das 4:1. Der 9. Saisontreffer für Bernard, hier nach Assist von Daniel Frank. Kurz darauf bekommen die 99ers dann noch eine Powerplay-Chance. Porcola muss in die Kühlbox. Damit 5 gegen 4 aus Sicht der Grazer. Das Ganze vor gut 3000 Besuchern. Und Keno Krajenschek macht das Spiel hier tatsächlich noch einmal spannend. Das 2:4 in Minute 51 nach dem 9. Saisontor des Slowenen. Aber die Bozner sind an diesem Abend einfach abgezockter und machen in Minute 53 den Deckel drauf. Schnelles Umschaltspiel, dann Dordero nicht ganz Herr der Lage und dann Luca Frigo mit dem Schlusspunkt in dieser Partie. Bozner holt damit den 6. Sieg in Serie, den 7. Heimsieg in Folge sogar. Aber viel wichtiger, die Foxes sind der neue Tabellenführer der Erste Bank Eishockey-Liga. Gratulation nach Südtirol. Ja, wir sind natürlich zufrieden, wo wir jetzt sein. Es war viel harte Arbeit dahinter. Das Spiel heute war sicher, wenn man jetzt die letzten Monate anschaut, nicht eines von den besten. Aber wir haben die 3 Punkte haben getan. Wir haben bis zum Schluss gekämpft, auch wenn sie vielleicht die eine oder andere gute Chance gehabt haben, um ins Spiel zurückzukommen, haben wir dann gleich die richtige Antwort drauf gefunden. Ja, wir sind an erster Stelle, Champions League ist super für nächstes Jahr, aber wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Klagenfurt und schauen, dass wir den ersten Platz beibehalten. Das ist schon unser nächstes Ziel. Und ja, wir müssen natürlich schauen, dass wir vielleicht ein paar Kleinigkeiten noch verbessern im Hinblick auf die Playoffs. Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden mit den 3 Punkten. Hi.
Bozen ist in super Form momentan. Ne? Die spielen in super Eishockey, die sind groß und stark. Und es ist sehr schwierig für die Tor von Irving zu kommen. Wir haben eine so gute Torchance gehabt, aber die zweite Möglichkeit ist fast nicht gekommen, weil die Verteidiger sind sehr gut mit Box-Out-Spiel und sie haben einen sehr guten Job in eigener Zone gemacht. Ich bin sehr stolz auf unsere Jungs. Die Jungs haben gekämpft und gespielt und alles versucht. Unser Powerplay für das erste Mal in Monaten hat gut ausgesehen. Das ist natürlich etwas positiv, dass wir mit aufbauen können in die nächste Woche. Aber langsam an bekommen wir unsere verletzten Spieler zurück. Hoffentlich für die erste Viertelfinale-Spiel sind wir wieder komplett und dann können wir mit unserem normalen Tempo wieder spielen.